Herzlich willkommen auf der Tonmeistertagung 2023 hier am Stand der AudioPro Elektroakustik GmbH aus Heilbronn. Mein Name ist Christian Klotzbücher, ich bin Toningenieur und arbeite als Produktspezialist für SSL. Heute stelle ich euch den neuen SSL Pure Drive Quad Mikrofonvorverstärker vor. Der SSL Pure Drive Quad Mikrofonvorverstärker beinhaltet in einem 19 Zoll Format die Mikrofonvorverstärker aus der analogen Studiokonsole Origin. Der Pure Drive Quad Mikrofonvorverstärker hat vier Mikrofonvorverstärker mit drei unterschiedlichen Signalwegen. Wir haben hier zum einen einen super cleanen Signalweg, wie er auch in der Origin zu finden ist, nach der Super Analog Technologie von SSL. Das bedeutet keine aktiven Bauteile im Signalweg, keine Kondensatoren, ein ultralinearer Frequenzgang zwischen 3 Hertz und 200 Kilohertz mit einer minimalen Phasenverschiebung von unter 10 Hertz. Dadurch bekommt man eigentlich den Klang, der in den Mikrofonvorverstärker reingeht, so wieder verstärkt hinten raus. Gleichzeitig kann ich über den Drive-Taster eine symmetrische Drive-Funktion hinzuschalten. Hier gelb signalisiert. Das ist dieselbe Drive-Funktion, wie sie auch in der großen analogen SSL Origin-Konsole zu finden ist. Dabei werden die dritten harmonischen verstärkt und das Signal bekommt einen sehr kratzigen harmonischen Charakter, der gleichzeitig extrem punchy bleibt. Das Ganze abhängig von meiner Eingangsverstärkung. Und durch ein längeres Drücken des Drive-Schalters wechseln wir in den unsymmetrischen Drive-Modus. Der unsymmetrische Drive-Modus betont deutlich mehr die zweiten harmonischen und rundet gleichzeitig die Transienten des Signals mehr ab. Dadurch wird das Signal voller, ein bisschen weicher, wenn man das so sagen kann, und bringt einfach eine zweite harmonische Verzerrungsklangfarbe in den Mikrofonvorverstärker mit rein, womit ich drei Klangfarben von Ultra Clean und zwei unterschiedlichen harmonischen Verzerrungsanteilen habe. Gleichzeitig haben wir einen durchstimmbaren Hochpassfilter in jedem Kanal. Wir haben einen Output drin, Potty für jeden Kanal, um das Signal, was davor im Drive-Modus warm, heiß angefahren wird, am Ausgang auch dementsprechend rauszuregeln, wenn wir es in die DAW aufnehmen möchten. Wir haben natürlich 48 Volt Phantomspannung in jedem Kanal. Können den Mikrofonvorverstärker auf Line-Pegel umschalten. Die Impedanz des Mikrofonvorverstärkers kann auch in 4 Stufen durchgeschaltet werden, um eine zusätzliche Klangfarbe und oder bessere Anpassung an Mikrofone, beispielsweise Bändchenmikrofone, zu gewährleisten. Wie man hier auf der rechten Seite vielleicht schon gesehen hat, gibt es einen Schalter für Word Clock und Sample Rate, weil wir in dem Mikrofonvorverstärker auch einen AD-Wandler verbaut haben. Das bedeutet, wir haben auf der Rückseite eine ADAT-Schnittstelle, eine ASEBU-Schnittstelle und ganz entscheidend eine USB-Schnittstelle. Wir können den SSL Pure Drive Quad direkt per USB an den Rechner anschließen und mit bis zu 192 kHz und 32 Bit wandeln und direkt in der DAW aufnehmen. Über den ADAT-Eingang lassen sich auch mehrere Mikrofonvorverstärker miteinander kaskadieren. Für Instrumenteneingänge gibt es auf der Vorderseite nochmal 4 Buchsen, um direkt die Instrumente wie Keyboards, Bass oder E-Gitarren anzuschließen. Gleichzeitig haben wir 4 Insert-Send-Return-Wege analog ausgeführt über D-Sub-Buchsen
auf der Rückseite, um externe Effekte bei der Aufnahme schon einzufügen, wie Kompressoren oder Equalizer. Durch den Umfang der USB-Schnittstelle, der digitalen Schnittstellen AES-EBU und ADAT mit den analogen Ausgängen und den zwei unterschiedlichen Drive-Wegen plus ganz cleaner Mikrofonweg bietet der SSL PureDrive Quad ein umfassendes Recording-Paket und ist voraussichtlich ab Anfang Dezember 2023 im Fachhandel verfügbar. Mein Name ist Christian Klotzbücher von der AudioPro aus Heilbronn für SSL hier auf der Tonmeistertagung 2023. Für weitere Informationen könnt ihr auf unserer Seite www.audiopro.de oder auf www.solidstatelogic.com nachlesen.